Sind alle da? Haben wir es geschafft? Ja. Fahr! Wir sind da hinten! Fahr! Leute, seid ihr alle da? Geht's euch gut? Max, alles gut, ja? Oh, Leute. Wo ist meine Verzögerung? Ich hab Kopfschmerzen, Leute. Ey, wir müssen hier was raus. Was zur Hölle ist das hier? Die Karre geht nicht mehr. Die Karre springt nicht mehr an. Machen Sie die Tür auf, Herr Bergmann. Wir können auch gar nicht weiterfahren. Wir müssen raus hier. Ich bin draußen. Okay. Oh, sind die Zombies komm, ich helf dir, weg? Wir sind in der Wüste. Hä? Was zur Hölle ist passiert? Moment mal. Sind wir gerade durch die Zeit gereist? Moment, Herr Bergmann, Sie haben im gesagt, Moment hier irgendwie, Sie sind doch die Zeitreisenden. Gesagt, Sie wissen nicht, wie das funktioniert, oder? Ey, ganz kurz, ich wollte einfach nur aus dem Tunnel raus, hab Gas gegeben und ich weiß nicht, wie diese scheiß Zeitmaschine funktioniert. Woher soll ich denn wissen, dass das irgendwie bei irgendeiner Geschwindigkeit ausgelöst wird? Ja, offensichtlich sind wir nicht mehr in der Stadt, Herr Bergmann. Das steht schon mal fest. Wir wissen doch noch gar nicht, ob wir in der Zeit gereist sind. Vielleicht ist das irgendein abgeschiedener Wüstenort irgendwo und... Genau, das wird sein. Wir sollten ruhig bleiben. Ja, okay. Auch. Wir sollten erstmal gucken, wo wir überhaupt sind, was Sache ist. Ja, erstmal ganz tief durchatmen und dann schauen wir weiter. Das Ding hängt auf keinen Fall mehr an, Herr Bergmann. Vielleicht sollten wir mal auf eine Erhöhung gehen und ein bisschen umschauen oder sowas in die Richtung. Aber ich kann doch jetzt mein Auto hier nicht zurücklassen. Wir holen das später. Ja, es bleibt keine andere Wahl, Herr Bergmann. Alles ist gut. Ich will erstmal nur sehen, wo wir hier ungefähr sind. Wir behalten das den Ja, Wagen das ist eine gute Idee, aber. Ja, wir sollten den einbauen. Wir können den echt auch kein Werkzeug dabei, nichts. Dann lasst uns doch mal hier den Berg hoch ein paar Büsche mal schauen. Ja, ich scheine auch bei der Fahrt meine Rüstung verloren zu haben. Ja, das bringt irgendwie nicht so richtig. Gut. Naja, gut, also die Ameisen können ihn jetzt nicht mehr sehen, den DeLorean. Ich will ja nichts sagen, so, ne? Aber. So. Was ist denn los? Könnte das nicht gleich brennen? Lass uns mal zu Max gehen. Was ist denn los, Herr? Wir sind definitiv weiter weg als gedacht. Das ist. Oh! Oh Mann. Das ist nicht gut. Wir sind einfach mitten in irgendeinem Canyon, in irgendeiner Wüste gelandet. Oh Gott, Moment. Moment mal. Ja? Jetzt kommt's. Was ist los? Oh nein. Leute, schaut euch die Anzeige an. Oktober, 26. Oktober 85. Aha. Schon mal dran gedacht, dass das nicht das 20. Jahrhundert, sondern das 19. Jahrhundert sein könnte? Nein. Und wir eventuell im Jahr 1885 gelandet sind? Nein. Also das würde einiges erklären auf jeden Fall. Und jetzt, Moment mal, also wir sind verdammt weit in der Vergangenheit gelandet, mitten in der Wüste, ohne was zu trinken, ohne was zu essen und Sie wollen mir auch noch sagen, dass die Maschine auf keinen Fall mehr innerhalb der nächsten paar Minuten reparierbar ist und funktioniert. Na, ich kann gerne mal testen, die Maschine zu starten, so ist es nicht. Also Moment. Ja, dann versuchen Sie das mal. Nicht sehr vielversprechend aus, kann ich nur sagen. Hier ist sonst auch eine kleine Quelle, ich glaube, verdursten werden wir nicht. Die Karre geht nicht mal... Vorhin ging sie zumindest noch an, aber jetzt... Ist ja toll. Ist hier irgendwo ein Leck? Herr Bergmann, verstehen Sie das Leute, Gefährt? Können Sie das reparieren? Leute, seht ihr diese Anzeige hier? Ja, es ist komplett leer, irgendwas. Es ist komplett leer, genau. Was vielleicht kommt denn da rein? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Treibstoff vielleicht? Ich schätze mal Benzin. Sie sind doch hier der aus der Zukunft kommt. Hey, ich habe die Karre gekauft, weil sie geil aussah. Ich habe doch nicht gewusst, dass ich damit durch die verdammte trotzdem, Zeitreise, Alter. Das muss man doch trotzdem irgendwo im Ansatz wissen, wie das Ding funktioniert, Herr Bergmann. Oder Herr LP, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Was brauchen wir? Es wird wahrscheinlich die Benzinanzeige sein. Okay. Benzin. Okay. Benzin. Und das sollen wir jetzt... Wo kriegen wir dieses Benzin her? Keine Ahnung. Ganz sicher nicht hier. Ja, das braucht man auf jeden Fall, um so einen Wagen in Bewegung zu setzen. Und Benzin wird nicht vor den nächsten... Also wenn wir wirklich im Jahr 1885 sind, dann wird Benzin nicht vor den nächsten 5 bis 15 Jahren erfunden. Das können wir knicken. Gut. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir jetzt erstmal ein bisschen auf die Suche gehen. Erstmal umso länger wir hier bleiben, umso schlimmer könnte das für uns werden. Also wir sind jetzt hier wirklich komplett der Sonne ausgesetzt. Das mag jetzt komisch klingen, aber vielleicht... sind wir auch einfach auf einem Filmset gelandet. In der Zukunft, da werden Filme gedreht. Filme genau in dieser Umgebung hier. Und vielleicht sind wir einfach... Vielleicht ist das alles nur ein Traum. Ja, aber wie unwahrscheinlich ist das denn? Groß.
Herr LP, Sie haben doch auch Western gesehen, oder? Eine Handvoll Dollar irgendwie, das sind doch alles tolle Filme, die werden doch gedreht in so einer Umgebung hier. Aber mit solchen Ausmaßen? Ja schon, aber nicht in jeder Wüste. Ja, es gibt richtig viele Wüsten und ich denke nicht, dass wir ausgerechnet ein Filmset erwischt haben. Ich will nach Hause. Ja, das wollen wir alle. Ich will erstmal den Schatten, das da wird nicht reichen. In der Ferne sind übrigens Tiere, ne? Irgendwelche Strauße oder Vögel? Und ich habe keine Waffen, ich habe einfach alles verloren. Ich meine, davon mal gelesen zu haben. Ich habe noch nie gesehen. Da vorne? Gesehen habe ich die auch noch nie, aber das habe ich mal in Fernbüchern irgendwie. Ach, das ist... Hier ist ein Elefant. Wie, was, da ist ein Elefant? Hier ist ein Elefant. Wo ist ein Elefant? Was ist ein Elefant? Schau euch das an. Ihr kennt Elefanten nicht? Nein. Die Zögerung ist nicht so belesen wie meine Wenigkeit. Hier oben. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich ein wunderschönes Geschöpf. In der Wüste. Ja, aber besser mal nicht so nah ranzugehen. Wow. Ich glaube, oh Gott, der Kaktus, okay. Alles klar. Ja, da muss man vorsichtig sein. Hey! Herr LP! Sie können doch jetzt keinen Stress anfangen. Herr LP, dann würden Sie mal bitte hier... Ich hab Hunger. Komm, wir füttern ihn lieber hier. Lassen Sie uns weitergehen. Wir sollten jetzt keine Energien darauf verschwenden. Gibt's hier irgendwo mal Bäume oder was? Vorsicht, die Schlange! Achtung! Lass mich kurz gucken, ich kenne mich aus mit Schlangen, Moment. Gib sie einfach runter. Sie ist nicht giftig. Alles in Ordnung, sie ist nicht giftig. Ja, die sieht absolut nicht giftig aus. Können Sie bitte einfach mal ein bisschen weniger aggressiv sein? Herr LP, ganz kurz. Wir sind hier in einer völlig fremden Umgebung. Wir haben keine Ahnung, was diese Tiere hier... Sie haben doch wohl schon mal einen Zeitreisefilm gesehen, oder? Butterfly-Effekt? Wenn Sie hier in dieser Zeit die Schlange töten oder den Elefanten töten, dann kann das für unsere Zeit bedeuten, dass, keine Ahnung, Schlange, Herr Hitler den Krieg gewonnen hat. Urgroßvater sein. Ja, soweit will ich jetzt nicht gehen, aber... Herr Verzögerung? Ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Was haben Sie LP, auf oh, dem oh, Rücken. Herr LP! Ich bin vergiftet. Ich habe Sie nicht mehr angegriffen. Herr LP. Herr Sergeant hat gesagt, die Schlange ist nicht giftig. Sergeant, ja. Sie haben doch bestimmt... Sie sind doch ausgebildeter Sergeant. Ich bin auch vergiftet. Oh Gott, Leute. Ich helfe dir. Ich habe versucht, dir zu helfen. Lasst euch von Sergeant Max das Blut aus den Blut... Da ist doch eine Schlange. Achtung. Okay. Ach, Leute. Ich werde schon wieder angegriffen. Sie müssen bei mir auch saugen, Sergeant. Ja, Moment. Oh nein, sie sind bei mir. Sergeant, saugen Sie. Dankeschön. Oh Gott, das Ding ist ja richtig aggressiv. Sagt sie! Das ist ein Wildleben hier, ey, das ist... Hört jetzt sie! Leute, hört auf, ihr dürft die Faunen... Ich hab nur noch zwei Herzen! Oh, ich werde sterben. Ich glaube, ich werde sterben. So, wir sollten... Aber heißt sie jetzt eigentlich... Ein Herz! Heißt das jetzt im Endeffekt... Moment, ich rette sie! Ja, okay, mir geht's gut. Heißt das jetzt im Endeffekt... Was habt ihr bekommen? Leute? Schlangeneier! Die können wir nachher braten, das geht lecker omelett. Ich verhungere gleich! Leute, seht ihr das? Schaut mal da unten. Was ist da? Das sind Häuser. Das sind Gebäude. Und Pflanzen. Nicht so schnell, ganz kurz. Überlegt mal. Wir wissen nicht, wo wir sind, ja? Wir wissen nicht, was da unten auf uns wartet. Was willst du sonst machen? Ich verhungere. Kein Problem, Sergeant. Ich habe studiert. Ich möchte nur, dass wir vorsichtig sind. Okay. Ich habe studiert. Ja. Jura. Wir sind vorsichtig. Oxford. Leute, rührt nichts an. Lasst die Finger davon. Hier wird nichts. Ja. Ich meine, überlegt doch mal, wenn ihr in der Zeit irgendwo seid, ja? Da kommen irgendwelche fremden Leute vor zu. Ihr wisst nicht mal, wie die aussehen. Das. Halbes Herz. Passt auf jetzt, Sehr langsam, Herr LP, sehr langsam. Diese Welt nicht. Also entweder ich gehe da jetzt hin oder ich sterbe. Also lasst mich besser vorgehen, ein Anzug ist zeitlos. Ja, wartet mal auf mich. Und passt auf den Sand auf, der sieht mir gefährlich aus. Sieht nach Treibsand aus. Ja. Leute, und redet so wenig wie möglich. Lasst euch nichts anmerken. Erstmal die Leute nur sprechen lassen. Herr Bergmann, ja. Sie sind Journalist? Ja. Ich habe Jura studiert, das wird schon. Kein Problem. Ich meine, wir sehen aus wie... Okay. Ja, das stimmt allerdings. Ein Anzug ist zeitlos, das wissen Sie. Wir gucken mal kurz hier in die Ecke. Seid ihr hier? Okay. Ja. Ja. Was sehen Sie, Sergeant? Oh, da sitzt jemand. Stopp. Hier gleich links sitzt jemand. Oh! Kertone. Wirkt doch super seltsam. Hey, was ist das? Oh nein. Hat uns... Hallo. Guten Tag. Oh Gott. Der hat eine Knarre. Oh Gott, Alter. Nicht schießen. Wir kommen in friedlicher Absicht. Ganz ruhig, willkommen im Frieden, gut. Ganz ruhig, ganz locker bleiben. Wir haben uns verlaufen, wir wollten Elefanten. Haben Sie Wasser vielleicht? Was haben Sie denn an? Sind Sie aus dem Zirkus oder? Ich bitte Sie, das ist ein Anzug. Wir kommen aus einem anderen Dorf. Wir hatten mit unserer Kutsche einen Unfall da drüben im Tal und wir bräuchten dringend etwas zu trinken. Wir sind völlig dehydriert. Können Sie uns vielleicht helfen? Wäre wirklich super. Weit und breit nichts. Was haben Sie hier zu suchen? Wie kommen Sie hierher? Wir haben Bekannte hier in der Nähe. Wir wissen es selber. Es ist eine lange Geschichte. Unsere Pferdekutsche hatte leider einen Platten und das ist wirklich lang. Wir wissen aber nicht so wirklich, wo wir gelandet sind und wären für jede Hilfe sehr, sehr dankbar. Mehr als dankbar, wirklich.
Der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Lassen Sie sich von unserem äußeren Erscheinungsbild nicht trügen. Wir, das trägt wir sind, man so bei uns. Wir sind willkommen von einem Zirkus, kennen Sie das? Haben eine Zirkus, Pinky, Jotti, Maroni, genau, vom Indianerstamm, große Kralle. Sie müssen mich schon verstehen, ich habe hier seit Jahren keine mehr gesehen, keine Leute und sind hier einfach welche auftauchen. Da müssen Sie doch höchst erfreut sein. Wir geben Ihnen gerne eine Vorstellung, so ist es nicht. Aber ja, bitte nur etwas Wasser, das wäre wirklich eine große Hilfe. Sind Sie der Sheriff der Stadt, oder? Ja, Sie können... Das hier ist mein... Sind Sie alleine hier, oder? Nein, wir sind zu zweit in dieser verlassenen Stadt. Diese Stadt, die hier sind schon seit Monaten keine Leute mehr. Okay, wo sind all die Leute hin und warum sind die gegangen? Das weiß ich selber nicht. Ich bin auch erst seit kurzem hier. Seit ein paar Monaten bin ich hier. Gut. Okay. Okay. Naja, haben Sie vielleicht irgendwas zu essen für mich? Ich bin kurz davor zu sterben. Normalerweise vertraue ich eigentlich keinen Fremden, aber... Ja. Wir sollten vielleicht das... Ich meine, schauen Sie uns an, wie wir... Wir sind doch überhaupt keine Gefahr für Sie, selbst wenn wir... Wir kommen sofort. LP, ich will auch was... Danke. Jungs, könnt ihr nochmal ganz kurz kommen? Was war das? Ganz ruhig. Wer hat was gemacht? Ich habe aus Versehen eine Pflanze vor ihm gestellt. Passen Sie auf. Herr Zone, Herr LP, gehen Sie mal mit dem... Ich brauche Essen. Holen Sie mal was zu essen. Haben Sie was zu essen, Herr Verzögerung? Gehen Sie mal. Nein, ich habe gar nichts. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Tour rein. Ah. Hätten Sie noch ein Glas Wasser eventuell? Haben Sie hier irgendwo ein Lokal, eine Kneipe oder sowas? Ja, wir haben ein Hotel. Das ist aber auch schon seit Jahren nicht mehr benutzt und ja... Wozu, wenn keine Leute kommen? Ja, dort sind ein paar Zimmer... Dieses Symbol. Ich müsste das mit meinem Mitbewohner noch absprechen, aber vielleicht könnten Sie hier erstmal die Nacht. Wir würden Ihnen auch helfen, so ist es nicht. Wir können leider nicht großartig zahlen, aber wir würden Ihnen auf jeden Fall unterstützend zur Seite stehen. Hey, Herr Zone, benehmen Sie sich. Aber ich drücke auch nochmal drauf. Okay. Aber ich warne Sie. Wenn hier irgendwas gestohlen wird oder wenn Sie an unser Gold gehen, dann sind Sie hier ganz schnell wieder raus und ich sage Ihnen, die Nacht ist hier nicht schön. Wir können uns auch um die Pferde, ich habe Pferde gesehen, wir können helfen, sobald wir tun was für die UG. Gar kein Problem. Eine Frage hätte ich noch. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber einfach nur so Interesse halber. Welches Jahr haben wir? Wir sind im Jahr 1885. Warum fragen Sie? 1800. Ja, wir kommen von weit her. Klar. Wir meinen eher das Datum. Wir kommen von weit her. Genau. Das Jahr nicht? Nein, ich meinte natürlich das Datum. Das war. Tag, welcher Tag heute ist? Genau. Okay, heute ist Mittwoch. Ja, da alles. Okay. Ich hab's doch schon die ganze Zeit gesagt. Ich dachte, es wäre Donnerstag, Bergmann. Die Zimmer sind oben, oder? Moment mal, haben Sie nur zwei Zimmer? Das sind schon mal drei. Dort sind Doppelbetten. Ach so. Hier. Da ist der Balkon. Okay. Mein Zimmer. Alles klar. Ich ziehe hier ein. Okay, ich komme hier Maxe, mit hier rein. Ja, Max, du kannst in der Kiste schlafen, wenn du lieb bist. Danke. Also das heißt, wir haben jetzt wie viel? Zwei Zimmer? Das heißt, wir müssen uns aufteilen? Ja. Nee. Hier, Dario hat ein Einzelzimmer. Nee, ich bin mit Max. Ja. Das heißt, es gibt aber noch da drüben ein Doppelbettenzimmer, dann müsst ihr nicht zu zweit in einem Bett schlafen. Ich kann ja auch sonst auf dem Boden schlafen. Also ich möchte eigentlich. Hier haben wir ein Doppelzimmer, schau mal. Hier, es gibt ein Doppelzimmer, ja. Gut, dann würde ich sagen, ich werde das mit meinem Mitbewohner noch absprechen, was wir mit Ihnen machen. Wir werden Sie natürlich bezahlen, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Wir wollen uns hier nur kurz ein bisschen erfrischen, ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen zu Kräften kommen und dann sind wir auch sofort wieder weg. Achso, eine Frage hätte ich noch. Haben Sie zufällig etwas Benzin für uns? Benzin? Das ist ein Getränk, ein Getränk für Zirkusleute. Wir sind hier in der Wüste, wir haben hier maximal Wasser und manchmal auch ein bisschen rum. Wir müssen exotische Drinks gewinnen. Scheiße. Okay, gut, dann lasse ich Sie mal in Ruhe. Ja, danke. Ja, okay, vielen Dank. Und passen Sie auf, die Nacht ist hier sehr kalt. Ja. In der Gegend. Ganz ruhig, Herr Bergmann, ganz ruhig. Ja. 1885! Alter, was ist das hier? Was machen wir jetzt? Ganz ruhig. 1885.
Wir sind in irgendeiner Wüste, in irgendeinem verlassenen Hotel, bei irgendeinem komischen Typen, den wir nie irgendwie, weiß ich nicht. Also ob ich ihm vertrauen kann, weiß ich nicht. Ja, ja. Ja? Hm. Benzin gibt's nicht. Auto kaputt. Wir müssen hier bleiben. Ja. Wir werden hier auf unbestimmte Zeit. Also, es wird doch irgendeine Möglichkeit geben, dieses Benzin irgendwo aufzutreiben, Leute. Jedenfalls nicht in naher Zukunft. Das wir wird ein bisschen dauern. Wir werden uns aufgeben. Aber trotzdem, Herr Verzögerung, wir werden. Wir sehen uns die nächsten Tage erstmal hier rum. Müssen. Vielleicht weiß dieser andere Mitbewohner, von dem er gesprochen hat, ja noch irgendwas. Leute, wir schaffen das. Wir müssen es schaffen. Leute, okay. Weiß einer von euch, wie Benzin gemacht wird? Nein, das kannst du auch knicken. Und das Einzige, was ich machen kann, ist. Wir bleiben jetzt hier, ruhen uns aus und dann werde ich morgen mal zum DeLorean gehen, da muss ich eh hin. Ich muss den irgendwie auch, vielleicht kann mir einer von euch nochmal helfen, ich muss den irgendwie verstecken, in irgendeine Höhle schieben oder sowas. Ja. Und dann muss ich gucken, ob vielleicht gibt es irgendwo ein Handbuch oder sowas. Oh, hallo. Sie hatten eine Waffe versteckt. Ja. Okay. Vielen Dank. Falls Sie noch was zu trinken haben wollen oder zu essen, dann melden Sie sich einfach. Sehr gerne. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gute Nacht. Entschuldigung, wie war eigentlich Ihr Name? Ich bin der Sheriff hier, Takaishi. Okay. Sheriff Takaishi, ist das so okay für Sie? Genau. Okay. Leute, Mann. Takaishi. Was? Der kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Ja, allerdings auch. Tatsächlich bekannt vor. Okay, ich muss mich hinlegen. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. Leute, wir schlafen jetzt alle etwas und treffen uns hier morgen früh und besprechen alles. Wir treffen uns im Pub, schauen uns hier ein bisschen um, mischen uns unter das Volk, fallen nicht auf und versuchen einfach so schnell wie möglich hier irgendwie wieder wegzukommen. Okay? Uhr dabei? 12 Uhr, okay? Ja. Gut. Ich habe keine Uhr dabei, aber... Ich auch nicht. Dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht und dass irgendwie wir uns ein bisschen von den Strapazen erholen können. Ja. Bis morgen. Verzögerung. Gute Nacht. Ich lege mich hier einfach dann so auf dem Flur hier so, ne? Ja. Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Howdy, Freunde! Und willkommen zu Minecraft Minecraft Desperado. Ihr müsst die Pistols machen in die Webcam. Nicht? Nein, okay, das werde ich nicht tun. Leute, so tief gesunken bin ich doch noch nicht. Wir haben uns hier versammelt nach dem unglaublich grandiosen Roleplay-Einstieg gerade, um euch kurz etwas über das Projekt zu erzählen. Grandios, war das. Wie ihr gestern mitbekommen habt, endete ja Minecraft-Leben und wir haben euch versprochen, es geht auf jeden Fall weiter. Und das ist im Endeffekt jetzt die Fortsetzung. Eine komplett eigenständige Roleplay-Welt, die wirklich von Anfang an auf Roleplay aufbaut. Mit einem fetten Modpack, mit einer, wie wir finden, coolen Thematik, Western. Ein fettes Magazin. Und einem fetten Magazin. Und wenn ihr genau hinschaut, und dann seht ihr hinten auf dem Gebäude auch einen kleinen Matthias darauf eingraviert. Aber sieht er wirklich so gut aus? Na klar. Ja, möchte doch jemand was vor ein bisschen was erzählen? Also. Ja, sehr gerne. Ich möchte immer was erzählen. Wir haben das tatsächlich schon recht lange jetzt im Hintergrund immer so ein bisschen geplant, weil wir eben gemerkt haben, dass wir alle bei Leben unglaublich viel Spaß hatten beim Roleplay. Jahrelange Planung ist hier reingeflossen. Und das soll uns jetzt eben einfach die Möglichkeit geben, mit der Ursprungsstory von Leben hier in Minecraft Desperado noch ein bisschen weiter auszuholen, was dieses Impro-Roleplay und alles drum und dran angeht. Und wir haben auch gemerkt, dass euch das recht gut gefällt. Deswegen hoffen wir, dass ihr auch weiterhin dabei seid und Spaß dran habt. Und natürlich wird es auch nicht bei dieser Teilnehmerzahl, die ihr jetzt aktuell im Bild seht, bleiben, sondern da werden noch weitere Leute dazukommen. Und möglicherweise füllt sich ja dann diese Geisterstadt noch im Verlaufe der weiteren Episoden. Genau, und es gibt das noch... Es könnte sein. Es gibt auch, wie gesagt, zwei Sachen, die man vielleicht noch kurz erwähnen könnte. Das eine ist, dass wir hier auch wieder fest mit den Entwicklern zusammenarbeiten, Saphiria, Nexotech und Co. Das heißt, die haben uns ein paar coole Plugins gebastelt, dass wir hier auch ein bisschen noch die Abwechslung reinbringen. Unter anderem sind wöchentliche Events geplant am Wochenende. Dazu später mehr. Diese Events sind wirklich very important. Ein Ding voller Überraschungen. Was die alles können. Wow. Yeah. Okay, wow. Das ist gerade wie so eine Vorstellung, Alter. Ja.
Was befindet sich wohl in dieser Schmuckschatulle? Es wird einfach absoluter Hammer werden. Was, genau. Und was befindet sich denn da gerade unter Kedos? Wie alle danced, Alter. Ich kann das nicht mehr. So ein, was so ein halt einfach wahnsinnig cool ist, was Leute. Ihr schon angesprochen habt, durch diese ganze Impro-Roleplay-Geschichte, hat das einfach wirklich, kann das Wendung haben. Das macht ja. Das Ganze einfach wahnsinnig interessant. Und dazu wollte ich gerade noch was sagen. Cool. So wie Minecraft-Leben halt auch einfach war. Und sein sollte eigentlich gegen Ende. Das Problem bei Minecraft-Leben ist ja, dass irgendwann halt viele gegangen sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Es war ja von Anfang an eigentlich auch nicht als Roleplay Let's Play geplant, genau, sondern wir haben das draus gemacht. Das hat ein paar andere Leute irgendwie nicht so sehr interessiert. Völlig in Ordnung. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt ein Projekt, was komplett auf Roleplay aufbaut. Das heißt, die Teilnehmer, die hier reinkommen, und es werden noch einige Teilnehmer kommen. Ihr habt gesehen, Takaishi ist schon dabei. Morgen seht ihr einen anderen Teilnehmer und dann kommen halt regelmäßig welche dazu. Die alle haben auch Bock auf das Roleplay. Das heißt, es wird hier auch genügend Stuff geben, den man sich gegenseitig zuwerfen kann. Das heißt, jeder hat wieder eine eigene Roleplay-Geschichte. Und man hat wieder diesen Charme von Anfang an, vom Minecraft-Leben, wo wir gesagt haben, okay, alles ist spontan. Man lässt alles auf sich zukommen. Es ist nichts mehr so inszeniert, wie es jetzt am Ende sein musste natürlich auch, um zu dem Finale von Minecraft-Leben zu kommen. Ja. Und eine wichtige Sache möchte ich noch gerne erwähnen. Und zwar genau dasselbe wie bei Minecraft-Leben. Ihr werdet die Chance haben, hier mitzuspielen. Das heißt, es wird eine kleine Bewerbungsphase geben, ähnlich dann auch mit Kommentarschreiben oder eben, dass ihr ein Video dreht, wo ihr vielleicht eine Test-Roleplay-Folge macht, dass wir einfach sehen, okay, du jetzt beispielsweise, der da gerade zuschaut, bist jemand, der richtig Bock auf Roleplay hat, der eine coole Idee hat, wie er sich hier in Desperado einbringen kann. Und dann schickst du das ab, wir schauen uns das an und dann suchen wir uns die Besten raus. Und die haben dann jederzeit die Möglichkeit, hier mitzuspielen, damit der Server eben, ähnlich wie es bei Leben geplant war, irgendwann mal wirklich richtig voll wird. Wir wollen hier ein tolles, riesiges Projekt draus machen, so wie es eingangs bei Leben eigentlich auch geplant war, aber leider nicht funktioniert hat. Das stimmt. Genauso mit der Stadt, das soll ja auch noch wirklich viel, viel größer werden und wachsen. Und das ist doch relativ leer. Cool. Genau, genau. Ja, sowieso. Ja. Also es ist einiges geplant. Genau. Das sei mal sicher. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ist ein Hybrid aus dem Minecraft-Leben Roleplay, das wir jetzt übernehmen, und eben trotzdem neuen Modpacks. Das heißt, hier wird auch jeder Spaß haben, der sich an Vanilla so ein bisschen satt gesehen hat. Und ein Ding voller Überraschungen, der absolute Richtig, Burner. Aber so wie klar. So oft, Leute, wir können so viel versprechen, wie wir wollen. Am Ende lassen wir Taten sprechen. Deswegen denke ich, verabschieden wir uns jetzt aus der ersten Episode von Minecraft Desperado. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns alle, aber auch wirklich alle, auf allen Kanälen mit allen Videos über konstruktive, wunderschöne Kommentare und Bewertungen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auf den entsprechenden Kanälen, die auch alle in der Beschreibung jeweils verlinkt sind, bei weiteren tollen Videos. Na, eventuell. Okay, also bei Manu gucken und Max mal, ne? Ist ganz ehrlich. Aber dann sehen wir uns wieder. Bei auf jeden Fall. Bei Minecraft Desperado. Desperado. Wow. Oh, was war das denn? Da rastet Takaishi aus. Oh, da rastet er wieder aus. Da ballert er rum.